Der FC Bayern 2 also zu Gast bei den Klosterern nach einem Auftaktsieg über Illertissen mit breiter Brust. Die Münchner wollen mit Sicherheit diesmal von Beginn an präsent sein in den oberen Tabellenregionen. Die Fähigkeiten, die sind da, beim Nachwuchs des Rekordmeisters und bei Selingen-Porten kann das Ziel ja nur Klassenerhalt heißen, zum Auftakt eben direkt dieses 0:3 und an diesem Tag. Also erneut eine schwere Aufgabe, die Bedingungen optimal im Kloster, wir gehen rein ins Spiel. Die Bayern taten sich etwas schwer reinzukommen in der ersten Hälfte, aber besser im Spiel. Und wir schauen mal auf ein paar Möglichkeiten. Hier 28. Minute, erst Hingerl und dann Lappe in der Mitte, scheitert an Pfeiffer im Kasten. Gute Szene, es folgten weitere 32. Minute. Öztürk mit dem Ball auf Tim Häusler und der zieht ab von der Strafraumgrenze an den Pfosten. Das 0:0 wackelte und wie es wackelte, schauen Sie hier ans Aluminium. Die Bayern im Pech und die mitgereisten Bayern-Fans machten gut Stimmung hier in Selingen-Porten. Und die zweiten 45 Minuten sollten dann auch Tore garantieren. Wir steigern uns und gehen in die 53. Minute. Erdal Öztürk mit dem Ball in Richtung Strafraum. Der Ball nicht gut geklärt, die Bayern machen Druck. Pfeiffer im Kasten ist da und wer ist wieder da? Öztürk setzt nach 1:0 für die Gäste. Zum ersten Mal klingelt es im Netz, das Abwehrverhalten nicht gut in dieser Szene. Öztürk per Kopf ins Tor und nach diesem Treffer natürlich ein offeneres Spiel. Die Bayern mit noch mehr Platz. Sebastian Bösel ist das gegen 1, gegen 2. Steckt ihn durch auf Karl-Heinz Lappe, der setzt sich durch und schließt ab ins lange Eck. 2:0, das Spiel schien gelaufen. Der Treffer nochmal von Lappe in dieser Szene in guter Form, eiskalt 69. Minute. Auch Trainer Heiko Vogel bis dato insgesamt zufrieden, aber Selingen-Porten fasste sich ein Herz und kam zurück in dieses Spiel. Nur 3 Minuten später, der Ball kommt von Schäf unübersichtlich in den Strafraum und dann kommt der Ball zu Alexander Braun. Der Ball im Netz, der Anschluss da, nichts zu machen da im Kasten für Andreas Rössel. Und plötzlich Unruhe auf dem Feld. Geht da noch was? Die Anspannung zu spüren. Die Zuschauer fieberten den Aufreger herbei und sie bekamen ihn. In der 86. Minute, Weber kommt im Strafraum zu Fall. Elfmeter, sagt der Schiedsrichter für Selingen-Porten. Hier schauen wir nochmal die Zeitlupe. Und Bauer also mit der Riesenmöglichkeit und vergibt dieses Ding zum 2:2. Die große Chance zum Ausgleich nicht genutzt. Hier nochmal zu sehen, Rössel im Kasten, pariert, der Held am Ende des Tages. Es bleibt beim knappen 2:1 für die Bayern. In der Schlussphase war sogar ein bisschen Glück dabei.